Großer Jubel in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg. Der U14-Wasserball-Nachwuchs der Landesgruppe Ost gewinnt nach drei starken Spielen gegen die anderen Landesgruppen den diesjährigen Stammpokal. Bei dem von Bundestrainer Hagen Stamm gestifteten Pokal handelt es sich um einen Wanderpokal, der jedes Jahr in der U14-Klasse ausgespielt wird. Wasserball-Nationalmannschaft und Wasserball-Bundesliga und alles, was in Deutschland gespielt wird, macht nur dann Sinn, wenn es auch eine gute Nachwuchsarbeit gibt. Wer es heute in die Nationalmannschaft schafft, war in seiner Jugend bestimmt auch einmal hier. Beim Deutschen Schwimmverband ist der Stammpokal daher ein wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit. Er findet jedes Jahr im Zusammenhang mit einem Wasserballcamp statt, bei dem alle Landesgruppen mit ihren 15 besten Spielern anreisen und zusammen trainieren. Bei dem gemeinsamen Training und den Spielen im Stammpokal stehen die Nachwuchstalente dann unter ganz besonderer, ständiger Beobachtung. Das ist die erste wirklich große Sichtungsveranstaltung des Deutschen Schwimmverbandes für die Altersklasse U14. Stammpokal ist schon 11 Jahre aktuell in unser Sichtungssystem. Er spielt eine sehr große Rolle. Nachwuchsbundestrainer Nobosian Novoselac guckte sich die Spieler natürlich genau an. Für ihn eine perfekte Möglichkeit, den U14-Nachwuchs in Aktion zu sehen und sich den einen oder anderen Spieler mal etwas genauer anzuschauen. Die Hauptaufgabe ist jedoch, aus den 60 Wasserballern die Besten herauszusuchen und Ende des Jahres einen bundesweiten Nachwuchskader zu bilden. Und wir sollten bei diesem Turnier aussortieren ungefähr 25 Sportler und vorbereiten für Sommerprogramm. Also das Ergebnis wird sein, dass man hier vielleicht sogar einen Kader bildet am Ende des Jahres. An diesem Wochenende jedenfalls war die Landesgruppe Ost der große Gewinner. Auch Bundestrainer Hagen Stamm zeigte sich beeindruckt von der diesjährigen Stärke seiner Landesgruppe und zieht ein positives Resümee zum Stand des Wasserballnachwuchses. Ja, wir müssen als Resümee natürlich nochmal sagen, dass die Landesgruppe Ost dieses Turnier hier souverän gewonnen hat, mit ganz klaren Ergebnissen, mit Abstand die beste Mannschaft war. Wir sehr viele Talente aus den Wasserballhochburgen Plauen, Potsdam, Berlin-Spandau und Berlin-Neukölln gesehen haben und wir guten Mutes sind, dass da vielleicht wirklich einer oben ankommt. Jetzt heißt es aber erst einmal weiter trainieren und am Ball bleiben. Im nächsten Jahr geht es für die Besten des Jahrgangs dann richtig los, wenn der erste bundesweite Nachwuchskader aufgestellt wird.